Wir von den Launchlabs wenden die Methode des Design Thinking auf der Zukunftskonferenz des Börsenvereins an, weil es eine Methode ist, die aus Nutzersicht denkt und die Interessengruppen berücksichtigt. Es ist eine Methode, bei der die Empathie eigentlich die Grundlage ist und wie auch beim Börsenverein diverse und unterschiedliche Interessengruppen vertreten sind, schafft es das Design Thinking, diese scheinbar gegensätzlichen Interessengruppen zum Teil zu verbinden. Warum also Design Thinking? Design Thinking ist eine Methode, die es Teams aus verschiedenen Fachrichtungen ermöglicht, an einem Problem zu arbeiten und sich diesem iterativ zu nähern, also nicht linear, sondern Stück für Stück sich dem Problem anzunähern. Es ist eine Methode, die aus Nutzersicht denkt, das heißt immer den Nutzer im Zentrum und im Fokus der Fragestellung hat, und sie ist nicht der Theorie verhaftet, sondern sie kommt ins Machen. Das heißt, es funktioniert sehr viel über Ausprobieren und Testen.